Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir möchten uns erstmal ein bisschen weiter bewegen und diese kleinen komischen Dinger hier sammeln. Dahin. Boom. Den Kopf werfen, ey. So. Level 6. Wir machen. Boah, ich glaube, das ist too much, oder? Ich mache einen Kratzer. Oh. Anigla ist schon mal gut für uns. Dann können wir jetzt nämlich nochmal machen. Alle Schlangen sind jetzt zu. Wow, töten. Der im Hintergrund wird auch müde? Oder was? Es wirkt gerade so. Das war Zufall, dass er irgendeine komische Animation gemacht hat. Perfekt. So, Fluffy wurde gefangen. Schön. Aha, sein Tarn ist auch wieder gestiegen. Es duftet süßlich. Sein weicher, elastischer Körper einmal an zu hüpfen, ist es nicht mehr zu stoppen. Okay. Flummi oder was? ich lasse sie mal weg. Unsere Sammlung wird so sehen's besser. Dich haben wir schon. Dich haben wir. Du fehlst uns. Hast du schon mal so eine Farbe? Oh nein. Du stehst nicht wirklich. Oh, ich könnte ihn töten. Wir machen Kratzer. Für Lori, das ist nicht sehr. Nicht sehr gut für dich. Nochmal. Geschwindigkeit sind auch noch. Okay. Boah, drei Runden hintereinander. Die haben auch jetzt Pech. Muss ihn, glaube ich, gleich heilen. So. Endlich. So, hau drauf. Giftdorn, Alter. Okay, langsam kriege ich ein Problem. Ich werde es versuchen zu fangen und hoffen, dass Filori überlebt. So, hoffen wir auch voll gegen den Kopf. Ah, Glück gehabt. So, aber ich glaube, da vorne ist ein Pokémon Center, deswegen können wir da direkt hin. Felino-Schleim gekriegt. Was auch immer wir damit machen können. Ein verlorener Revierkampf zwang es, an Land zu leben. Um sich zu schützen, entwickelte es eine giftige Schleimschicht auf seinen Körper. Das haben wir gemerkt. Warum ist eigentlich so komisch bräunlich? War das schon immer so? Nein. Das war doch eben bläulich, oder? Hm. Das ist eine neue Regionalform. Kann natürlich sein. So, ich wollte aber hier hin. Ich glaube, das sind die neuen Pokémon Center. Hey, ich bin hier drin, ja. Das ist ein Pokémon Center. Hier gibt es einige nützliche Dienste für Pokémon Trainer. Ja, aber sie können das sicher besser und genauer erkennen als ich. Du bist bereits Profi. Naja. Ja, mit Vergnügen. Willkommen, mein Pokémon Center. Ich kümmere mich darum, deinen Pokémon wieder fit zu machen. Direkt neben. Achso, dann ist doch sie. Direkt neben mir befindet sich der Pokémon-Supermarkt. Da kannst du alle möglichen Items erwerben, zum Beispiel Pokébälle zum Fang von Pokémon oder auch Tränke. Als Bezahlung für deine Einkäufe werden auch Liga-Punkte kurz LP akzeptiert. Aha. Liga-Punkte kurz LP. Achso. Ja, eine LP entspricht einem Pokéballer. Okay. An diesem Schalter hast du Zugriff auf die TM-Maschine. Hier kannst du technische Maschinen kurz TMs herstellen. TMs werden verwendet, um deine Pokémon Attacken beizubringen. Um eine TM herzustellen, benötigst du EP. Was? Ich wollte meine Lebenspunkte aussaugen.
So wie von Pokémon, der lässt Materialien. Der Pilz sind nützlich. Die kannst du an dieser Maschine oder eben auch ein Leben ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Ich gebe dir welche ab. Kannst du Lebenspunkt absaugen? Ja. 5000 weniger. Sie ist tot. Und sie sind auch für dich. Du hast einen Haufen Pokémon-Materialien von ihm wieder. Mit der Freundeskreisfunktion kannst du dich über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern zusammentun und dich mit ihnen ins Amt stützen. Schau mal gerne beim Pokémon Center vorbei, wenn du öffnen willst. Vielen Dank für die tolle Erklärung. Brauchst du eine helfende Hand? Komm zum Pokémon Center gerannt. Das kommt manchmal in Tests an, also merkst du dir besser. Oh, und wenn du dich ein bisschen an deine Pokémon gewöhnt hast, dann kannst du ja mal versuchen, das Pokémon an der Spitze deines Teams durchdrücken, der Taste loszuschicken. Haben wir schon irgendwie durch Zufall gemacht. Nein. Dann kann nämlich das Pokémon, mit dem du spitzen gehst, selbstständig Items aufsammeln oder gegen andere Pokémon kämpfen und so. Durch Drücken der R-Taste kannst du das Pokémon an der Spitze deines Teams losschicken. Es kämpft nun eigenständig gegen Pokémon in der Nähe oder sammelt Items auf. Wenn ein Pokémon allerdings nur noch über wenig Kraftpunkte verfügt, dann kannst du es nicht alleine losschicken. Geschwächte Pokémon lassen sich mit Items wie Tränken heilen. Wenn ein losgeschicktes Pokémon einen Kampf startet, musst du ihm dabei keine Anweisung geben. Bei solch einem Autokampf kannst du dein kämpfendes Pokémon im Auge behalten und gleichzeitig die Umgebung erforschen. In einem Autokampf bestimmen die Stärke und der Typ der beteiligten Pokémon, wer gewinnt. Wähle daher das Pokémon, das du losschicken möchtest, mit Bedacht aus. Okay. Wir Salona City, aber erstmal hier. Auch Heilung. Heilen. Was? Nur ein Düt? Sonst kommt auch Düt. Für jeden bei einzeln. Ich schmeiß einfach alle gleichzeitig rein. Wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, fang beim Pokémon Center um Rat. Na, frag. Dort kannst du dir Empfehlungen für dein nächstes Reiseziel holen oder dieses auch gleich in dein Smartphone registrieren lassen. Okay. Kann man schon was kaufen? Nö. Ja. Auch mal seine eigene Zuckerbauerung dazu, sich mit Freunden zu treffen. Okay. Sieht zwar nicht aus wie ein Center, eher. Naja, gut. Tankstelle halt. So, was ist mit dir? Hier ist Pratolido. Sind Ruhe und Gemach die treibende Kräfte. Im Pratolido. Was für ein Name. Aha, das ist doch gut. Da darf ich nicht hin. Ja, bist du auch heiß auf Eis? Wir haben es ja, ne? Was nehmen wir denn? Mango-Eis, Erdbeereis, Geosali-Salzeis? Was zum Henker? Teriyaki-Eis. Wir nehmen Teriyaki-Eis. Hat schon mal jemand von euch gegessen? Also ich nicht. Mit Geld bezahlen, ja. Irgendwas für ein Eis, kommt sofort. Ich habe jetzt nicht gelesen, was da rechts stand, was das alles verbessern kann oder so. Teriyaki-Eis. Okay. Käfer, okay, Weltkampf und Eiskraft. Nee, Eikraft, was auch immer das ist. Komm halt wieder. Aha. Okay, es scheint irgendwas Cooles zu sein. Ha, versteht ihr? Cool, wegen Eis. Ah, egal. Kann ich hier was finden? In den Mülleimern? War doch früher auch immer was. Dann. Ich häng fest. Ei. Meine Paraheiler sind eingetroffen. Da kann man Paralyse Pokémon heilen. Paralysierte. Sorry. Alter. Das sieht so böse aus in Schwarz. Das Pokémon an der Spitze deines Teams wird immer zuerst in den Kampf geschickt. Wer hätte es gedacht? Oh. Hier. Sammeln.
schnell dann selber einsammeln. Ja, wenn ich dran vorbeilaufe, können wir sagen, südliche Zone 1. Oh. Toll, jetzt kommt es wieder zu mir zurück. Hm. So, ich haben wir auch schon. Zack. So, was nehmen wir nochmal mit? P-Bonus XS. Aha. Haben wir schon Kraftvorrat. Mhm. Das ist gerade für ein Sound. Hier, kleine Viecher. Macht so komische Geräusche. Na. So. Oh. Das möchte ich auch noch sammeln. Wow. Was irgendwie aus dem Wasser geschafft. Alter, als wenn ich fast ertrunken wäre oder so. Oh, das ist ein Item. Erholung. So, kann ich euch jetzt irgendwie hier angreifen? Einfach nicht. Oh Mann. Na gut, dann müssen wir erst Surfer lernen oder so. Ich weiß, das gibt es in dem Teil nicht, aber ich hätte es gerne. Und doch, das ist ein kleines Mathe-Genie. Meine Kleinen interessieren sich eher für den Kampfkurs. Aha. Ich einfach. Nö. Leuten das Post klauen? Auch nicht. Oh. So, finden wir hier hinter noch was. Bist du auf dem Weg zur Akademie? Vergesst nicht, im Unterricht immer schön Notizen zu machen. Und pass unterwegs auf, wohin du trittst. Was steht hier? Da muss ich, glaube ich, hin. Wo steht hier nicht richtig was drauf? City von. Ja, genau, da muss ich doch hin. So, sonst ist da glaube ich nichts. Kann ich hier noch ein bisschen hinlaufen. Vielleicht finden wir noch was. Oh, hier. Euch wollte ich haben. Ups. Hallo. Für den richtigen Kampf. So, ist natürlich jetzt ein scheiß Matchup für uns. Wir wechseln einfach mal auf Herkuli. Warum nicht? Erstmal direkt einen reingepfeffert. Oder auch nicht. Kampf. Tackle, Rutenschlag, Säuserstimme. Ist gar nicht mal so viel. Der Teil macht das voll fertig. Au. So, X werfen. So, ich hoffe, du bleibst drin, weil sonst kriegen wir ein Problem. Okay. Tatiri wurde gefangen. Fackel die Level ab. Philo ist auch schon Level 11. Wiederhall, aha. So, normalerweise sind Datiri friedselig, doch wenn sie kämpfen, ändert sich ihr Hormonhaushalt und sie werden angriffslustig. Möchte ich aber auch nicht haben. So, können wir was sammeln. Okay.
Kann ich in diesen höheren Gras hier, in den dunklen, eigentlich direkt angesprungen werden, ohne dass ich die Pokémon sehe? So random irgendwas spawnt dann? So. Oh, nee. Hier können wir kämpfen, oder? Fuck, ich habe alles gekauft, was ich brauche. Ist eigentlich ein Typ? Kann sein. Oh, du kommst genau richtig. Du forderst mich doch bestimmt zu einem Pokémon-Kampf heraus. Oder ist ein Mädel? Ich habe keine Ahnung. Oh, ist doch ein Mädel. Ups. Ria fordert dich heraus. Von Frisur hätte ich das ja gedacht, aber irgendwie der Rest des Körpers habe ich gedacht, so. Irgendwie doch ziemlich männlich aus. Die ganze Statur und so. Naja. Klauen wir es halt eben beißen mal. Oh, nett. Zurückgestreckt. Oh, perfekt. Hier. Katze hinterher. Oh, das war schon. Okay. Nimm ich gerne. Ach ne, man sollte ja wohl nicht der falschen, wenn man gar nicht kaufen will. Na, immerhin 22. Oh, hier sind noch Items. Ich merke schon, ich werde mehr irgendwo rumlaufen, um Sachen zu sammeln. Anstatt, dass ich irgendwie auf Wegen bleibe. Dann werde ich mich verlaufen. Ich sehe schon, komm. Genauso wird es laufen. So, du da. Was für ein cooles Pokémon. Was hast du für ein cooles Pokémon? Du musst ja unbedingt das coole Pokémon ansehen, das ich eben gefangen habe. Das kann ja nicht gut trainiert sein. Hips Marty. Oh. Wirklich cool, aber es ist Wasser, oder? Das könnte jetzt schmerzhaft werden. So. Kam, hab's wohl besiegt. Oh, das war's schon. Oh, 3 Level-Ups, nehme ich. Ein Kuhn ist alleine recht wohl nicht, was? Nope. So. Ich hatte jetzt Kamehaps in der Nähe des Teichs gefangen. Pokémon von Typ Wasser halten sich hier wohl gerne an Gewässern auf. Boah, sag nicht sowas. Wir hätten damit rechnen können. So, dann. Ah, können wir uns schon wieder heilen. Perfekt. Ah, bloß nicht. Zu. Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß beim Kämpfen? Wenn du in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Du hast in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du von der Pokémon-Liga einen fantastischen Preis. Donnerwelle. Ich mag die Dönerwelle. Wir veranstalten diese Aktion auch in anderen Gebieten. Also schau auch gerne dort vorbei. Ja, danke. So. Einmal heilen, bitte. Sie kennen hier so typisch Schwester Joy-mäßig aus. Was ist da los? So. Heil mit den Richtungsknöpfen. Kannst du verschiedene Funktionen nutzen. Posenauswahl, Kamera-App öffnen, Aussehen ändern, Mitteilung prüfen. Okay. Ups. Aussehen ändern. Das ist die Frühlingsuniform. Aha. Sommeruniform. Aha. Herbstuniform. Wow. Aber wie ist eine Hose im Winter? Okay, bleiben wir Sommer. haben wir sonst noch irgendwas anderes? Welche Socken?
Bleib bei denen. So, Hightech-Sneaker. Ja, sagen wir mal. Will ich Handschuhe haben? Das Blau gefällt mir nicht so. Wie deaktiviere ich das wieder? Trachtenblenden auswählen. Wie kann ich das deaktivieren? Verdammt. Leinenrucksack. Nee, wäre schon besser. Gut. Sportkappe. Ein Helm. Wow. Nein. Bloß nicht. Ich bleib bei dem Hut. Zumindest erstmal. Wie kann ich das wieder deaktivieren? Bleibt der. Ah. Gesicht ändern? Ich habe keine Ahnung, wie ich das deaktiviere. Na ja, gut. Nö. Nichts anbrennen. Glück gehabt. So, was können wir dir kaufen? Komm mal in den Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Erstmal kaufen. Ich verkaufe so selten. So, hiervon brauche ich auf jeden Fall. Ja, warum nicht? So, was habt ihr noch so? Hokopoka. Hat mir das was? Alter, das wilde Pokémon vom Kampfgeschehen ablenkt und garantiert die Flucht ermöglicht. Ja, komm hier ein. So, muss reichen. Okay, was mit euch? Hacke gerade war voll cool. Ich hab die aus einem TM. Aha. Oh, ein Trainer sollte stets vorbereitet sein. Daher ist ein Einkauf beim Pokémon-Supermarkt immer eine gute Idee. Schließlich weiß man nie, was einen erwartet. So, gut. Da möchte ich jetzt noch gar nicht so groß hinlaufen. Jetzt trigger ich bestimmt wieder irgendeine Cutscene, ne? Runter? Ist das ein Starmie? Nee, ne? Nee, ein Otaro oder so. Ah, schade. Ups. Das war nicht geplant. Sorry. Was machen wir da hinten? Riesige Stadt. Was ist das denn da hinten? Zu dem laufe ich nochmal rüber. Und dann beenden wir auch den Part. Vielleicht wir wissen, wer oder was es ist. Achso. Immer stärker. Oh, da will sogar kämpfen. Ich werde meinen Pokémon stärker machen, indem ich dich besiege. Okay. Vorarbeiter haben meistens Elektro oder Boden. Sollten wir nicht gut aufgestellt sein. Shinox. Elektro. Ja, das sollten wir noch. Das mit der Kamera müssen die echt noch ändern. Die darf nicht so tief unter dem Boden reichen. So, dann Blattwerk. Er hat's überlebt. So. Was war das? Hast du noch mehr? Nö. Ah, Level 12, perfekt. Es ist voll noch nicht auf dem richtigen Level. Oh, und 644. Das ist dein Monatsgehalt. Wenn du viel kämpfst, steigt der Level deiner Pokémon. Dadurch werden sie stärker. Okay, danke für den super tollen Tipp. Wäre ich nie allein drauf gekommen. So, ist da noch was? So ein Durchgang, Mann. Nein! Ich hab dich voll übersehen. Oh. Stachelspur. Nein. Oh, Glück gehabt. Okay, bis. Okay, gut.
Warum ist das hier? Ist einfach gar nichts. Na toll. Da kann ich hin. Komm ich hier rüber? Ist nicht wahr jetzt. Ich kann nicht über den Zaun. Oh. Komme ich an dem Stein da irgendwie darüber? Bitte kletter da hoch. Irgendwie hüpfen oder so? Oh, das gibt es nicht. Dein Ernst? Wow. So, dann, dafür. Ein Kratzer. Glaub ich jetzt ja nicht. So, wir können ja mal... Beutel einstellen. Du wegen mit dem da. Können wir auch mal nach vorne packen. Nein, ich möchte nicht kämpfen mit dir. So, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, aber egal. Nein! Ich wollte noch ausweichen. Ah, ich hab's zu spät gesehen. So. Käfertrutz. Steht bei, ist effektiv. Ah, nochmal, das war's. Bitte nochmal irgendwie so ein... Ja, danke. So, mein fertig. So, perfekt. Im Grunde hat er nichts gemacht. Vielen Dank. So, gut, dann stellen wir uns hier kurz in die Sonne. Und zwar warm bleiben. Und dann beenden wir den Part und ja, gucken uns beim nächsten Mal, denke ich mal, in der Stadt rum oder gucken auf der anderen Seite noch ein bisschen rum, da auf den, bevor wir da hingehen. Links ein bisschen. Na, mal gucken. Oder wir gucken, ob wir irgendwie da hinten rankommen. Ich fürchte, es wird. Ah, doch, da vorne vielleicht. Egal. Wir machen Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.